das Schneetreiben ins Wochenende gut überstanden und seid bereit für eine neue Chi-Yoga Winterflow-Stunde, die ich heute für euch vorbereitet habe. Im Zentrum unserer heutigen Praxis sind die Standhaltungen mit ihren für den Chi-Yoga so typischen Wellen- und spiralförmigen Bewegungen. Wir beginnen die heutige Stunde in eine Rückenlage. Ach ja, falls du noch Blöcke oder ein dickes Buch hast, kannst du dir eines bereitlegen, weil wir das vielleicht beim Trikonasana, beim Dreieck zum Abstützen brauchen. Solltest du es nicht brauchen, kannst du auch ohne Blöcke den Flow mit mir praktizieren. Lege dich in eine bequeme Rückenlage hin. Lass den Atem langsam fließen, lass ihn zur Ruhe kommen und dann schließ auch sanft deine Augen, sodass sich die äußeren Sinnen zurückziehen können, dass du ganz bei dir selber ankommen kannst. Lass deinen Atem sanft ein- und ausfließen. Und nimm die Aufmerksamkeit in deinen Körper zu deinem Atem. Erlaube den Atem sanft ein- und auszufließen. Wellen und Spiralen sind organische Bewegungen, natürliche Bewegungen. In der Natur befindet sich nichts Lineares. Alles ist zyklischer Natur, kreisförmig, rund, spiralförmig und so gehören die Wellen und Spiralen zusammen zum Grundrhythmus unseres Lebens. Atme weiter entspannt tief ein und aus und komm mit jedem Auszug etwas mehr in deiner heutigen Chi-Yoga-Winterstunde an. Wir beginnen mit Shakti Shake, unseren Rücken auszuklopfen, indem du das Becken hebst und wieder senkst. Du kannst das ganz fein machen oder wenn dir heute danach zumute ist, kannst du auch das Becken von weiter oben nach unten fallen lassen. Lass deinen Atem fließen und schau, was dir gerade jetzt in diesem Moment gut tut, was dein unterer Rücken jetzt gerade braucht. Atem lässt du fließen und dann spür die Wellen, die durch deinen Körper fließen, indem du dein Becken auf die Matte klopfst. Beine einen Kreis außen herum. Das linke Bein geht nach unten
das rechte Bein fließt zu deinem Brustkasten. Und jetzt ziehst du die Beine wieder aneinander vorbei und sie ziehen außen herum wieder einen Kreis. So wie eine Teigmaschine oder wie die Rotatoren eines Helikopters kreist du die Beine im Becken. Nimm die Aufmerksamkeit in deine Hüftgelenke. Mach das Ganze achtsam mit dem Fokus wirklich auf deine Hüftgelenke. Mit diesen Übungen, die wir jetzt im Voraus machen, bereiten wir unsere Hüftgelenke, unsere Wirbelsäule und unsere Schultergelenke auf die Standhaltungen des Winterflows vor. Dann wechselst du auch mal die Richtung und mach das wirklich ganz achtsam. Den Fokus auf deinen Hüftgelenken. Den Atem lässt du weiterhin sanft ein- und ausfließen. Und der Kiefer und deine Zunge bleibt ganz entspannt. Wechsle nochmals die Richtung. Greifen wieder zwischen den Beinen durch, die linke Hand Außenseite und dann ziehen
den Atem fließen, deine Zunge im Kiefernass entspannt. Atem stockt nicht, der fließt. Und dann beginnst du auch hier ganz langsam dein Becken nach rechts zu kippen. Mach es wirklich ganz langsam, so in Zeitlupe. Fokussiere dich wieder auf dein Hüftgelenk. Schau, was mit der Dehnung. Setz deinen Fuß langsam zurück auf die Erde. Lass dein rechtes Bein über das linke gleiten. Setz deine Arme in eine T-Position. Hebe den Popo etwas an, schiebe etwas nach links. Und dann lässt du beide Beine nach rechts fallen. Kopf geht nach links. Atem. Raum um dich herum streicheln.
heute Morgen gibt. Gut. Wir gehen ein bisschen weiter. Wir gehen in die Schulter, Hand, Ellbogengelenke. Nehmen die Wirbelsäule auf. Nimm mal die Hände in einer Außenspirale nach oben ins Anjali-Mudra und senk sie ab vor dein Herz. Wir gehen in Shakti-Arme, das heißt, du öffnest deine Hände, so wie du ein Buch öffnen würdest. Die kleinen Finger bleiben im Kontakt miteinander. Schau in das Buch hinein. Und dann drehst du die Handrücken zueinander um den kleinen Finger herum. Dann ziehst du die Finger vom Herzraum nach unten. Mach dich rund, roll hinter die Sitzbeinknochen. Dann ziehst du die Finger nach vorne, roll vor die Sitzbeinknochen. Geh weit in den Raum, zieh die Arme bis nach oben über deinen Scheitel. Dann öffne die Arme, lehn dich wieder zurück in die Rückseite. Schließ die kleinen Finger wieder zueinander, dreh die Hände, Handfläche zueinander, Finger zum Herzraum, sie tauchen nach unten ab, sie ziehen nach vorne, du sitzt vor deinen Sitzbeinknochen, zieh über dich hinweg und öffne wieder zur Seite, roll dich weit nach hinten. Mach das ein paar Mal im Fluss deiner Atmung. Schau, wann dein Körper gerne einatmen möchte und wo, dass er ausatmen möchte. Zieh dich deine Atmung und deine Bewegung hin. Wecke sanft deine Schultern, deine Ellbogen, deine Handgelenke auf. Dein Rücken ziehst du ganz sanft mit in die Bewegung hinein. Deinem Atemrhythmus.
Beine noch gebeugt, Steißbein weit nach oben, schieb deinen Bauch in den Oberschenkel und dann läufst du mit den Füßen. Lehn deine Rückseite aus. Schultergelenke, spreizt die Finger. Und jetzt nimmst du das Gewicht nach hinten zu deinen Fersen und du spürst, wie das Gewicht von den Händen weggeht und du kannst dich bequem nach oben aufrichten. Gut. Jetzt drehst du deinen rechten Fuß nach vorne. Der linke bleibt parallel zur Matte. Nach vorne, probier dein Becken auszurichten, nach vorne, so gut es geht. Zieh dann die Arme in eine Außenspirale über Kopf. Dann beugst du das vordere Bein, nimm die Arme am Gesicht vorbei und komm in die Kriegerin 2, Krieger 2. Dann streckst du das Bein wieder, nimm die Arme in eine Außenspirale hoch, zieh das Becken wieder nach vorne, lass die Hände am Gesicht vorbei und komm wieder in die Kriegerin 2. Gut, streck, spiral die Arme hoch und jetzt nimmst du noch den Kopf mit, jetzt schaust du über deine rechte Hand nach vorne, nimm den Kopf wieder mit, schau. Schaust du wieder nach rechts.
Dann schiebst du den Arm nach hinten, der vordere Arm kommt wieder zurück in die friedvolle Kriegerin, friedvolle Knie. Hand am Gesicht vorbei, setz den Unterarm ab, zieh dich lang, blick nach vorne, schraub dich auf in den Seitwinkel und schieb dich hoch. Mach auch diese Bewegung im Fluss deiner Atmung. Genieß diese wellenspiralenförmige Bewegung. Und dein Atem trägt dich wie eine Welle durch diese organische Bewegung. Senkst du den Arm nach hinten ab, biege das vordere Bein, zieh auch hier wieder den Arm weit nach vorne, dreh dich auf und sobald der Arm oben ist, streckst du dein Bein. Der Arm fließt wieder zurück, beuge das Bein, zieh dich lang nach vorne, öffne dich wie so eine Spirale vom Nabel her. Streck das Bein. Noch einmal. Trikonasana. Und dann bleib. Spann dich in allen Richtungen des Raumes auf. Und den Kopf kannst du nach oben, nach unten oder so ein bisschen leicht hängen lassen. Schau, was heute deinem Nacken gut tut. Dann senk den Arm ab, beug das vordere Bein, platziere die Hand neben deinem Fuß, auf deine linke Hand und dann schiebst du dein Bein nach hinten in den Hund. Atem fließt. Dann kommst du über eine Wellenbewegung ins Prajnaparamsana. Setz die Knie ab, länge die Füße und schieb dich für einen Moment in Child Position. Nimm deine Aufmerksamkeit wieder nach innen, so wie ein Samenkorn, das tief in der Erde verborgen liegt. Sammle die Kraft, die Energie in deine Mitte und spüre kurz nach, was dieser Flow bewirkt hat, wie du dich jetzt im Moment fühlst. Vielleicht hat es ganz leicht dein Feuer angeregt, hier ist warm geworden, sodass in den Meridianen von Blase und Niere keine Blockaden, keine sogenannten Vereisungen stattfinden, sodass das Wasser mit ein bisschen Feuer warm bleibt, die Energie in den Meridianen von Niere und Blase gut fließen kann. Lass den Atem fließen, komm kurz zur Ruhe, bevor wir die andere Seite praktizieren. Beinen. Schau mal wieder hier so ein bisschen, was möglich ist.
dann stoppst du die Bewegung. Und dann schiebst du dein linkes Bein nach vorne zwischen deine Hände, wenn du nicht ganz nach vorne kommst. Schieb am Unterschenkel nach vorne, linke Hand nach innen und dann drehst du dich wieder auf in Prasarita Padottasana, in die gereihte Grätsche. Lass dich wieder hängen. Vielleicht möchtest du diesmal so ein bisschen die Arme von rechts nach links schlenken. Ein bisschen eine Spirale, ehrenförmige Bewegung, eine Wirbelsäule entstehen lassen. Und dann setz die Hände wieder vor dir hin. Handgelenke unter Schultergelenke. Nimm das Gewicht wieder nach hinten, das Gewicht von den Händen geht weg. Du kannst dich da oben aufrichten. Gut. Dann bleibt der rechte Fuß stehen, der linke Fuß drehst du aus. Ziehst die Arme wieder in eine Außenspirale über Kopf. Du kommst wieder in die Kriegerin 2, Krieger 2 nach links. Und wir gehen direkt in die Wechselkriegerin. Du kommst hoch, schieb den Fuß nach innen. Der rechte Fuß nach außen, du schaust nach rechts. Dann komm wieder hoch. Fuß nach innen drehen, Becken nach hinten. Steißbein einrollen, fließ in die Krieger, in Krieger 2. Komm wieder hoch. Komm nach innen, kurz in einer Innenrotation. Und du fließt wieder zurück. Nochmals. Natürliche Bewegung. Wenn du nächstes Mal nach rechts schaust, bleibst. Und ziehst dich in die Kriegerin, die friedvolle Kriegerin, den friedvollen Krieger. Dann geht in die Hand am Gesicht vorbei, du streckst das vordere Bein, zieh den Fuß nach innen und fließ auf die linke Seite. Am Gesicht vorbei, den linken Fuß eindrehen, den rechten Fuß ausdrehen, fließ in die friedvolle Kriegerin. Und nochmals, komm am Gesicht vorbei, dreh den Fuß nach innen. Fuß nach außen, beuge das Knie. Und wenn wir nächstes Mal nach rechts schauen, bleiben wir rechts. Dann ziehst du die Hand wieder am Gesicht vorbei. Setz den Unterarm auf den Oberschenkel ab. Der hintere Arm zieht weit nach vorne, zieh dich lang. Dann vom Nabel her spiralst du dich auf in den Seitwinkel. Dann zieht der Arm nach hinten. Der vordere kommt automatisch mit. Und du bist wieder in der friedvollen Kriegerin, friedvoller Krieger. Arm am Gesicht vorbei. Setz ihn ab. Zieh dich lang. Spiral dich auf vom Bauchnabel her in den Seitwinkel. Zieh dich dann zurück in deine friedvolle Kriegerin, friedvolle Krieger. Noch zweimal. Streck dann das vordere Bein und senk den Arm wieder ab. Wenn du brauchst, nimmst du wieder einen Block und platziere den Fuß.
entspannt und angenehm ist, dass kein Stress entsteht. Atem fest. Spann dich in alle Richtungen auf. Dann beuge das Vorderbein, setz den Arm tief, setz ihn neben den Fuß ab. Setz auch den linken Arm ab, zieh deinen rechten Arm ab, zieh dein rechtes Bein nach hinten in den herabschauenden Hund. Dann komm in ein Brett über eine Quelle ins Chaturanga. Setz die Knie ab und fließ wieder nach hinten in Balasana, in Child Position. Wenn du willst, kannst du die Arme auch nach hinten nehmen, Stirn ablegen und ganz bei dir selber ankommen. Schließ für einen Moment die Augen, spür diesen Winterflow mit Spiralen und Wellenbewegungen nach. Komm wieder ganz in deiner Mitte, in dir selber an, atme. Entspannt hin, bewege dich noch so ein bisschen kurz, schütte dich durch, sodass du wie hingegossen da liegst. Schließ dann deine Augen, nimm all deine Sinne wieder nach innen, sodass du ganz bei dir selber ankommen kannst.
Lass deinen Atem fließen und bei jeder Ausatmung lass dich noch etwas tiefer in die Matte hineinsinken. Gib bei jeder Ausatmung all dein Gewicht über die Punkte, die aufliegen, ab. Und spanne auch deinen Kiefer, beiß die Zähne nicht aufeinander. Entspann die Zunge, leg sie in den Zungengrund. Lass deinen Atem fließen. Gib dein ganzes Gewicht an die Erde ab. Lass dich von den Atemwellen in die tiefen Entspannung hineintreten. Sollten deine Gedanken abschweifen, dann zieh sie sanft wieder zurück und fokussiere dich wieder auf deinen Atem. Thank you.
deine Hände dazu. Dehn und räkle dich dann auf der Matte und dreh dich dann auf die Seite, wo es dich gerade hinzieht und bleib noch für ein blinzelt deine Augen. Integriere die äußere Welt wieder mit deiner inneren Welt und komm langsam hoch in einen Sitz deiner Wahl und dreh dich zu dir. Zieh dann die Arme über die Seite hoch, schließ sie im Anjali Mudra und senk sie ab vor dein Herz. Leg die Daumen auf dein Brustbein, sodass du in Kontakt mit dir selber bist. Und senke für einen Moment deinen Kopf. Verbinde Kopf mit Herz, Verstand, mit Gefühl. Und nimm dich selber an, so wie du bist. Hebe dann deinen Kopf wieder. Schenk dir ein charmantes Lächeln. Bedank dich bei dir, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, mit mir eine Chi-Yoga-Flow-Winterstunde zu praktizieren. Und ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen. Namaste. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Wintertag. Vielleicht kommt ja heute noch etwas die Sonne hervor. Und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche mit euch zu praktizieren. Wiedersehen, macht's gut, tschüss.